Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Wir haben in der letzten Folge die gute Fee getroffen und sie hat uns in ein wunderschönes Traumreich geschickt, wo wir bereits eine weitere Erinnerung sammeln konnten. Wir haben das Vergessen im Prinzip gespielt und jetzt sind wir am nächsten Portal und schauen mal, was hier so passiert. Wir reden mal mit ihr. Du meine Güte, vom nächsten Portal gehen sehr starke Emotionen aus. Was auch immer das Vergessen versucht hat zu verbergen, darin steckt eine Menge Wut und Verderben. Ohne Wehen und Klagen muss ich mich dran wagen. Ich hätte es selber nicht besser sagen können. Nun, geh durch das Portal und finde heraus, was das Vergessen dazu gebracht hat, das Vertrauen zu verlieren. Bibbidi-babbidi-boo. Oh, super Regen. Tritt durch das zweite Portal in der Traumwelt um die verlorene Erinnerung des Vergessens. Haben wir? Enthülle die zweite verlorene Erinnerung des Vergessens. Mutter Godel will etwas. Ich schätze, ich sollte mit ihr reden. Mutter Godel. Oh, hallo, Schatz. Genau, wen ich sehen wollte, sagt mir, dass du all diese hässlichen Nachtdornen bemerkt hast, die überall im Dorf wachsen und manche Dorfbewohner verlieren ihre Erinnerung. Merlin hat nicht die geringste Ahnung, was die Ursache ist. Keine Sorge, ich werde ihm nicht sagen, dass alles deine Schuld ist. Meine Schuld? Natürlich ist es das. Das Dorf spiegelt dich ganz eindeutig wider, deine Träume, Wünsche und Ängste. Wir haben alle gemerkt, dass du in letzter Zeit nicht du selber bist. Ich weiß nicht, was mit mir passiert. Ist das nicht offensichtlich? Keine Sorge, alles ist in Ordnung. Du bist einfach nur ein Teenager. Du siehst die Welt endlich so, wie sie ist. Grausam und gemein. Vielleicht hast du recht, aber die Welt ist nicht grausam und gefährlich. Du hörst dich langsam an wie eine bestimmte langhaarige, blonde Person. Vertrau mir, schließlich müssen wir auf uns selber aufpassen. In der Tat, folge mir. Du hast noch viel zu lernen. Tata. Folge Mutter Godel zu der Säule des Vertrauens. Wehe, wenn das nicht richtig wichtig ist. Hallo. Da wären wir. Pass gut auf, Schätzchen. Diese Säulen bereits hier, seitdem wir uns erinnern. Wenn du Merlin fragen würdest, würde er dir sagen, dass sie die Tugend symbolisieren, die dieses Dorf zusammenhalten, beschützen, bla 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 bla. Dieser Mann liebt es, sich selbst reden zu hören. Beleidige Merlin nicht. Wie schade, du bestehst immer noch darauf, Merlin zu verteidigen, obwohl er nichts anderes getan hat, als sich anzulügen. Was, wie meinst du das? Merlin hat dir gesagt, dass sie Säulen des Dorfes schützen, aber das tun sie nicht. Sie hindern brillante Menschen wie uns daran, unsere volle Potenziale auszuschöpfen. Alles, was er dir über Licht und dunkle Magie erzählt hat, Freundschaft, Vertrauen und so weiter, sind nichts weiter als eine Lüge, um dich unter seiner Kontrolle zu halten. Das glaube ich dir nicht. Nun, es gibt eine Möglichkeit, das herauszufinden. Reiß die Kugel aus der Säule, dann wirst du sehen, dass ich die Wahrheit sage. Du bist noch hier? Aha, wir tun im Prinzip jetzt das Machen. Ja, okay. Zeige Mutter Godel die Kugel. Redest du auch mal mit ihr? Hallo? Wieso hat das so lange die Kugel, gedauert? Schätzchen, du hast es geschafft. Keine Sorge. Ich entsorge sie sicher, damit sie nicht in die falschen Hände fällt. Siehst du, fühlt sich nicht besser an. Jetzt, da diese lästige Säule nicht mehr im Weg ist. Es fühlt sich nicht anders an als zuvor. Etwas fühlt sich falsch an. Falsch? Sei nicht so närrisch. Du hast dich zu sehr an alles gewöhnt. Schon bald verstehst du, was ich meine. Ich kann es kaum erwarten, dir zu zeigen, wie viel mehr das Leben ohne Merlins lästige Regeln zu bieten hat. Zuerst musst du mir allerdings einen klitzekleinen Gefallen tun. Klitzekleinen. Super, noch ein Gefallen. Wo sind deine Manieren? Nur weil du erwachsen wirst, bedeutet es nicht, dass du die hinter dir lassen kannst. Lass uns zur Sache kommen. Ich bin am Boden zerstört, da ich eine meiner wertvollsten Besitztümer verloren habe. Ein juwelenverzierter Spiegel.
Ich war dabei, mich selbst zu bewundern, als ich ihn irgendwo hier ins Wasser fielen ließ. Wie ungeschickt von mir. Irgendwas ist hier faul. Du vertraust mir nicht nach allem, was ich für dich getan habe? Natürlich tue ich das, nur... perfekt. Da gibt es keine weiteren Fragen oder Einwände. Meinen juwelenverzierten Spiegel zu finden, sollte für dich kein Problem sein. Benutze einfach deine Angelrute in den Gewässern in der Umgebung hier. Ich warte in der Nähe der großen Weide auf dich und mache sicherlich nichts Verdächtiges. Ha, ich necke dich nur, Schätzchen. Bis bald. Ta-ta. So, wir fischen jetzt mal. So, dann holen wir mal ihren komischen Spiegel raus. Das ist Müll. Oh. Da haben wir noch mal was. Ich habe jetzt hier mehr Glück. Nee, ist ein Ball. Vielleicht hier. Ah, jetzt. Dieser Spiegel ist nichts als Schrott. Kehre zu Mutter Gothel in der Nähe der großen Weide zurück und sage ihr, was du davon hältst. Mutter Gothel. Was für ein Vergnügen. Mein Spiegel, du hast ihn gefunden. Och. Das war ganz schön schnell. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Was war dein Plan? Mein Plan? Das hört sich nicht so gewöhnlich an. Oh, schau nicht so entsetzt. Du musst aufhören, alles so ernst zu nehmen. Soll ich dir jetzt meinen Plan verraten? Weißt du, Sanexa, ich habe mich schon immer gefragt, ob deine Dreamlet-Magie vielleicht wie Rapunzels magisches Haar funktioniert. Also habe ich mir von Merlin ein kleines Buch geliehen. Ich habe es gegen ein paar Tränke und Zutaten von Ursula ausgetauscht. Und jetzt, wo der Zauber der Kugel weg ist, kann mich nichts mehr davon aufhalten, alles zusammenzuwerfen und dich für immer in der großen Weide zu beschützen. Es ist nur zu deinem Besten, meine Liebe. Die Welt da draußen ist viel zu gefährlich. Vertrau mir. Es ist, ist besser so. Du wirst mit der Zeit sehen, dass ich eine sehr liebevolle Mutter sein kann. Oh, oh. Sammle die Erinnerung des Vertrauens. So, jetzt fehlt nur noch ein einziges. Ach du meine Güte, was hast du in der zweiten Erinnerung des Vergessens herausgefunden? Du siehst aus, als ob du einen Geist gesehen hast. Kein Geist, nur eine Gothel? Sie hat es vergessen, betrogen. Sie hat es vergessen, gezeigt, wie man grausam sein kann. Sie hat es vergessen, auf einen wirklich... In dem Fall, sie hat es vergessen, betrogen. Das Vergessen hat ihr vertraut und sie hat versucht, etwas Schreckliches zu tun. Es tut mir so leid, Kindchen. Wenn wir uns alleine fühlen, sind wir oft am verletzlichsten. Ich weiß nicht, ob du... ob uns das der Rettung des Tals näher bringt, aber vielleicht verstehst du das Gewissen ein bisschen besser. Der Schmerz des Vergessens wird für mich sehr real. Ich glaube, ich werde es niemals verstehen, auch wenn ich mal das Erste. Wie könnte das Vergessen jemals wieder jemandem vertrauen, nachdem Mutter Gothel es getan hat? Wenn das alles vorbei ist, werde ich ein ernstes Gespräch mit ihr führen müssen. Vertrauen ist zerbrechlich, meine Liebe. Wir müssen wachsam sein. Wird es einmal zerstört, ist die Chance auf eine Reparatur sehr klein. Ich fürchte, wir haben noch nicht alle Antworten, die wir brauchen. Aber vielleicht finden wir sie mit Hilfe dieser letzten... Mit Hilfe des letzten Portals.
wie das aussieht, wenn sie rennt. Ich lieb's. Daraus müsste mal bitte so ein Meme gemacht werden. Höre genau zu. Hinter diesem Portal findest du die letzte verlorene Erinnerung des Vergessens. Was auch immer hier passiert, sie hat es zu dem gemacht, was es jetzt ist. Ich glaube nicht, dass es das mit Absicht gemacht hat. Diese Nachtdornen und das Vergessen, all das schien außerhalb der Kontrolle des Vergessens zu liegen. Das mag sein, ja. Wenn man einsam und unsicher ist, kann man sich leicht selbst verlieren. Sammle dich, meine Liebe. Warte nicht nochmal. Geh mutig voran und schreite durch das Portal. Wenn es dir zu viel wird, kannst du dich darauf verlassen, dass ich hier bin und warte. Du warst ja so hilfsbereit. Los geht's. Was ist denn heute los? Was Scar nur will, ich sollte mit ihm reden. Wo ist denn Scar? Scar! Where are you? Hä? Scar? Ach, da. Da bist du ja. Ah, na endlich. Du bist die Einzige hier, die kein absoluter Idiot ist. Was willst du? Manieren, Sanexa. Rüpelhaftigkeit ist alles andere als liebenswert. Ich habe eine kleine Frage an dich. Es scheint mir, dass derjenige von uns, die weise, stark und schlau sind, die Führung übernehmen sollten. Da stimme ich zu. Oh, du bist ja so weise. Leider gibt es eine kleine Unannehmlichkeit, die uns daran hindert, die Macht zu übernehmen. Es ist dieses Ungetüm dort am Ende des Flusses. Du meinst die Säule und die Kugel der Pflege? Ganz genau. Der Schwätzer mit dem weißen Mähnen verbringt Stunden damit, sie zu untersuchen und so zu tun, als würde er versuchen, ihre Macht zu verstehen. Aber ich bin mir sicher, dass er über uns wacht. Sozusagen, um uns in Schach zu halten. Ich schätze, wir könnten die Kugel herausreißen, so wie ich die Kugel auf der Lichtung des Vertrauens herausgerissen habe. Ganz genau, und das ist genau das, was ich versucht habe. Aber sie scheint sich von der Natur um sie herum zu ernähren. Wenn nur jemand die Flora und Fauna verletzen könnte, natürlich nur vorübergehend, wäre es vielleicht möglich, sie zu zerstören. Versucht er mich auszutricksen, genauso wie Mutter Godel? Ich kann ihm nicht trauen. Aber ich kann Merlin auch nicht trauen. Na gut, ich mache es. Ich werde dir die Kugel aus der Säule holen. Ich wusste es, dass du zur Vernunft kommen würdest. Wenn ich es wäre, würde ich damit anfangen, die hässlichen Blumen zu zerstören, die überall verstreut sind. Ich habe mich noch nie für sie interessiert. Du darfst jetzt gehen. Du darfst jetzt gehen. Einfach platt getreten, die Blumen. Und hier noch. Kehre zu Scar zurück. Ah, du kannst es spüren, nicht wahr? Was auch immer dieses Monstrum ist, seine Macht hat begonnen zu schwinden. Aber es gibt noch mehr zu tun. Ich bin mir nicht sicher. Oh, aber wir sind doch schon so weit gekommen. Es ist nur noch ein kleines bisschen mehr. Sicherlich hast du schon gemerkt, wie das Unkraut sprießt. Die Nachtdorn, meinst du? Ja. Wenn wir den Namen dieses Schwätzers für sie verwenden müssen, egal wie sie heißen, ich mag sie, du nicht auch, obwohl sie allem um sie herum das Leben auszulaugen scheinen. Um mehr zu erfahren, grub ich dort, wo man Samen erwarten würde und fand stattdessen diese kleinen dunklen Stücke. Ich nehme an, du könntest sie einpflanzen und sehen, was passiert?
Versuch es in der Nähe der Säule selbst oder am Eingang zu den Höhlen dort drüben oder an dem Dreamlight-Baum, den Simba so gern mag. Ich warte in der Nähe meiner Höhle, wenn du die Aufgaben erledigt hast. Okay. Jetzt lauf und vergiss nie. In der Nähe des großen Dreamlight-Baums, in der Nähe der Säule. Okay, jetzt heißt wir machen jetzt hier mal so ein bisschen Grabi-Grabi. 3, 4, 5. Es zählt nicht. Pflanzt und kümmere dich um sie. Oje. Aber wir müssen sie auch gießen. So, was dann in der Nähe des großen Dreamlight-Baumes? Wo ist denn hier der große Dreamlight-Baum? Ich meine, in der Nähe von der Mine. Okay, das ist hier, ja. In der Nähe des großen Dreamlight-Baumes. Ach, das ist der hier wahrscheinlich. Ja, aber sie wurde ja im Prinzip dann angestachelt, das zu tun. Sie hat es ja nicht von sich aus gemacht. Stelle die Kugel in der Kehre zurück. Okay. Nee, warte mal. Das ist doch innen drin, hä, ja? Da muss ich zur Kugel. Kehre zu Scar in der Nähe seiner Höhle zurück. Wir sind wirklich das Böse. Wirklich. Oh, hallo. Du hast es geschafft. Bravo. Jetzt gib mir das listige Ding einfach. Die Kugel der Pflege. Was willst du damit? Natürlich nur zur sicheren Aufbewahrung. Ich verstehe vielleicht nicht genau, was es ist. Aber ich erkenne etwas Mächtiges und Gefährliches, wenn ich es sehe. Er will mich reinlegen. Er ist kein Deut besser als Mutter Godel. Reinlegen. Ich weiß genau, was du vorhast. Und ich werde nicht darauf reinfallen. Oh je, zügle dich. Siehst du nicht, was du jetzt schon genau getan hast, was ich wollte? Schau dir an, was du alles kaputt gemacht hast. Die anderen Dorfbewohner werden dir das nie verzeihen. Was habe ich getan? Oh, es gibt keinen Grund, dir Sorgen zu machen. Ich kann das ganz einfach für dich regeln. Lass mich einfach das Dreamlight Valley regieren. Es wird keine große Last sein, aber ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen. Außerdem ist das wirklich deine einzige Möglichkeit. Mach mich zum König und steh mir zur Seite. Oder lauf weg und komm nie wieder zurück. Du wirst nie König sein, Scar. Dafür werde ich schon sorgen. Du
undankbares Mädel, nach allem, was ich für dich getan habe. Wenn du zur Vernunft kommst, bin ich in meiner Höhle. Du hast es. Konfrontiere Merlin. Es sieht so aus, als hätte er noch mehr Ratschläge. Sprich mit... Konfrontiere Merlin. Nun, ich habe nach Scar gesucht, aber das ist egal. Ein Gespräch zwischen uns beiden ist schon lange überfällig. Nur zu, schrei mich an. Ich habe nichts mit dir zu besprechen. Du wirst mir einfach sagen, was ich tun soll, wie alle anderen auch. Dich anschreien? Warum sollte ich? Oh nein, 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 ich bin nicht wütend. Ich bin ziemlich besorgt. Natürlich bin ich besorgt über alles, was im Tal vor sich geht. Aber meistens sorge ich mich um dich. Nun, du musst dir keine Sorgen machen, weil ich weglaufen werde. Ich werde weglaufen und nie mehr zurückkehren. Bitte, Sanexa, lass es mich erklären. Du also, du musst nicht einmal zuhören, wenn du nicht willst. Nun denn, es ist nur natürlich, dass es mit zunehmender Reife Teile von dir gibt, die du in Frage stellst. Dinge, die du hinter dir lassen möchtest. Aber es gibt einige Dinge, an die man nie den Glauben verlieren darf. Freundschaft, Liebe, Fürsorge, füreinander. Das ist die mächtigste Magie von allen. Sind sie die stärksten Kräfte im Dreamlight Valley oder nun ja, überall? Sie fühlen sich nicht sehr mächtig an. Lass mich in Ruhe, du weißt nicht, wovon du sprichst. Ich verstehe manchmal, wenn wir uns von der Liebe oder der Freundschaft abgeschnitten fühlen. Mag es so erscheinen, aber der Eindruck kann trügerisch sein. Du liegst uns allen am Herzen. Ich verspreche, Liebe und Freundschaft sind immer für dich da, wenn du sie brauchst. Liebe und Freundschaft, was für ein Witz. Das darfst du nicht glauben. Sei vorsichtig auf dem Weg, den du beschreitest, Sanexa. Ich flehe dich an. Manche Dinge darf man nie vergessen. Einige Dinge müssen vergessen werden. Dann haben wir alle und dann haben wir auch unsere Erinnerung voll. Okay, da ist die Erinnerung. Sprich mit der guten Fee über das, was du gelernt hast. Nun, Sanexa, was hast du in der letzten Erinnerung gesehen? Scar hat es vergessen dazu gebracht, den Nachtdorn zu helfen, sich zu verbreiten, und dann kam Merlin. Merlin warnte das Vergessen davor, den Glauben an die Liebe, die Freundschaft und die Macht der kleinen Taten der Fürsorge zu verlieren. Aber es war zu spät. Ich glaube, es wäre fast zum Vergessen durchgebrungen. Dessen war es leid, belehrt zu werden. Nehmen wir die Mitte. Merlin pflanzt einen Keim im Verstand des Vergessens. Wenn wir ihn nur gießen, ihm etwas Sonnenlicht geben könnten. Ich stimme zu. Das Vergessen ist für uns noch nicht endgültig verloren. Noch nicht. In der letzten Erinnerung sah es so aus, als ob das Vergessen zu einem Schloss geflohen wäre. Ich habe dieses Schloss schon einmal gesehen. Es gibt noch eine andere Seite von Dreamlight Valley. Eine Schattenseite. Du kannst durch das Portal dorthin gelangen. Ja, natürlich, wenn du das Vergessen retten willst, musst du in dessen Heimat und dich dem Vergessen dort stellen. Aber wie komme ich dorthin? Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich mich mit Merlin darüber unterhalte. Bevor ich aufbreche, jetzt wo die Erinnerung des Vergessens wiederhergestellt ist, ist die Kugel der Erinnerung repariert. Sei so lieb und bring sie zur Säule im vergessenen Land zurück, während ich Merlin suche. Auf Wiedersehen und bis bald. Du warst ja so hilfsbereit. So. Wir nehmen mal ganz kurz die Kugel mit. Nach all der Zeit sind wir hier, von Angesicht zu Angesicht. Ich habe plötzlich all diese Erinnerungen im Kopf. Du musst sie auch gesehen haben. Du weißt also sicher schon, was ich bin. Du bist mein inneres Kind. Du bist alles, was ich zurückgelassen habe. Du bist eine Art Schatten von mir. Du bist mein inneres Kind. Du hast dich von mir getrennt, als ich aufgehört habe, Dreamlight Valley zu besuchen. Inneres Kind? Aber wie könnten wir wirklich sagen, wer von uns die wahre Sanexa ist? Vielleicht bist du nur der Teil, der erwachsen geworden ist. Ein Teil von mir Der Erwachsene ist... Oh, fang nochmal von vorne an.
Vielleicht bist du nur der Teil, der erwachsen geworden ist. Ein Teil von mir, das mich verlassen hat. Das spielt keine Rolle. Ich will nur helfen. Keine falsche Bewegung. Ich hab dich im Auge. Das reicht jetzt. Geh mir aus dem Weg. Wir nehmen's Erste. Ich will dich nicht verletzen. Wirklich nicht. Ich will dir helfen. So denkst du über mich, dass ich eine Art Schwächling bin, der Hilfe braucht? Vielleicht habe ich das. Früher, aber jetzt nicht mehr. Hilfe zu brauchen bedeutet nicht, dass du schwach bist. Du ziehst eine große Show ab, aber ich sehe, dass du Angst hast. Genau das hat Merlin versucht, dir zu sagen. Sich um andere zu kümmern, das ist nichts, was man hinter sich lässt. Es macht uns stärker, nicht schwächer. Es hält das Tal zusammen. Bitte, lass uns dir helfen. Glaubst du wirklich, ich habe nicht versucht, um Hilfe zu bitten? Nach dem Tag mit Scar konnte mich niemand mehr hören. Ich war im Schatten gefangen, alleine, verloren. Es kostete mich jetzt all meine Magie, nur ums Licht zu treten. Aber jetzt bist du hier. Lass uns alles in Ordnung bringen. Alles in Ordnung bringen? Das ist genau das, was ich versucht habe. Ich habe mich nicht versteckt. Ich hatte viel zu tun. Beschäftigt? Womit? Erwartest du von mir, dass ich dir einfach meinen ganzen Plan erzähle, wie ein Bösewicht am Ende eines Films? Wenn du einen Plan hast, kann ich hier helfen. Naja, du vermittelst so eine Aura. Du kannst mir niemals helfen, weil du mich nie verstehen wirst. Es gibt nur einen Weg, um sicherzustellen, dass niemand jeweils auf die dunkle Seite des Streamlight Valley gezogen wird, so wie ich. Es gibt nur einen Weg, um sicherzustellen, dass niemals jemals wieder einer einsam ist. Ich muss die Mauer zwischen den Welten einreißen, zwischen Dreamland Valley und der anderen Seite. Jetzt habe ich das Letzte, was mir noch fehlt. Das Mittel, um den Zauber zu verstärken. Die Kugel der Erinnerung. Es wäre auch zu einfach gewesen, ne? Stitch. Erzähle der guten Fee, was passiert ist. Stitch, warum rennst du mir denn jetzt alles hinterher? Das ist ja furchtbar. Ja, spiel du mal auf deiner Ukulele und ich mache hier meine Mission. Also. Zanexa, es ist etwas passiert, nicht wahr? Der Himmel über dem Tal scheint sich zu öffnen. Warte einen Moment, was ist mit der Kugel der Erinnerung passiert? Das Vergessen ist aufgetaucht und hat sie mir gestohlen. Das Vergessen? Oh je. Das ist noch nicht alles. Das Vergessen plant eine Art Zauber, um die Mauer zwischen dem Dreamlight Valley und der Schattenwelt einzureißen. Nichts davon ergab Sinn. Ein Zauberspruch, damit niemand mehr einsam ist. Du meine Güte, es will das Gewebe der Realität einreißen, die Mauer zwischen einer Welt und der nächsten zerstören? Das ist eine sehr gefährliche Art der Magie. Mit den kleinsten Ausrutschern kann das Vergessen alles zerstören. Alles. Du meinst das ganze Disney Dreamlight Valley? Nein, nein, ich meine alles. Dreamlight Valley, die Schattenseite, das hier und dort, die Reiche, vielleicht sogar die wache Welt. Ich werde dafür sorgen, dass das nicht passiert. Mein verlorenes inneres Kind wird das Universum nicht zerstören. Ich weiß, dass ich es aufhalten kann. Es ist schwierige Magie, meine Liebe. Im Moment ist das Dreamlight Valley sicher und stabil. Aber wir müssen tun, was wir können, denn es ist noch sehr labil. Bald wirst du keine andere Wahl mehr haben, als die Schattenseite des Dreamlight Valleys zu betreten und dich dem Vergessen zu stellen. Ich werde mit Merlin besprechen, wie wir das machen können. In der Zwischenzeit solltest du das tun, was du immer getan hast. Kümmere dich weiter um das Dreamlight Valley. Jetzt rennt sie weg. Schaut euch mal an. Seht ihr, wie sie rennt? Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Ah! Oh nein, sie ist gerade so schön gerannt. Jetzt ist sie weg. Hier liegen überall Eier rum. Ach, Stitch. Stitch, wirklich? Was willst du denn? Stitch froh, dass es Ariel gut geht. Wenn ich Stimme verliere, ich sehr traurig.
Ich auch. Dann könnte ich nicht singen. Ich hätte Angst, ich könnte dich um Hilfe bitten. Wenigstens bräuchtest du dann keinen Smalltalk mehr zu machen. Nimm es erst. Ich wüsste nicht, was ich tun würde, wenn ich nicht singen könnte. Ja, ja, Stitch will singen. Moment mal, du machst gern Musik? Das ist genau richtig. Da hätte ich vorher drauf kommen sollen. Dein Hobby könnte Musik sein. Du könntest ein Konzert geben und das ganze Dorf einladen. Idee gefällt Stitch. Geh jetzt Musik üben fürs Konzert. Dann kann Stitch Musterbürger sein. Okay, reicht. Ja, das reicht. Hab's mal ganz kurz gefühlt. So, ich würde aber jetzt hier erstmal einen Cut machen für die Folge. So. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Lasst auf jeden Fall mal ein kleines Däumchen nach oben da. Abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Ihr kennt das Ganze mittlerweile schon. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal in der nächsten Folge. Macht's gut, meine Lieben. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.